die zählt, ist Toni. Toni ist da. Moin, Toni! Ich bin noch nicht da, ich kann noch nicht dafür. Ich bin noch krankgeschrieben. Was macht ihr denn hier für ein Mist? Weil Fisch will er nicht essen, frisst nur Bockwurst und jetzt kocht er uns. Was wird denn das? Du kannst nicht lesen, ist doch Glühwein. Heute Winterknecht Umbricht. Oh Gott, was ist denn das für eine Brille? Fluidfilm! Was hast du vor? Erklär kurz. Einmal hohe Konservierung. Also auf die alte Scheiße drauf, auf Elascon. Das macht es wieder weich, kriegt rein und schützt vor Rost. Das ist jetzt das, was erstmal in die Flächen kommt oder kommt das auch in die Schweller gleich? Nee, Schweller kommt dann meistens da anders. Da muss ich gucken. Wenn in den Schwellern Elascon drin ist, dann machen wir besser Fluidfilm. Dann machen wir das rein. Weil das anders legst du das nur oben drauf und dann unten drunter ist trotzdem der alte Mist. Also kochst du jetzt praktisch das Zeug einfach vor, machst das warm, machst das flüssig. Ich habe das immer im Wasserbad gemacht, aber ich habe nur eine Flasche gebraucht, dann noch zwei. Anfänger. Ja, es ist aber klar, ich meine, wer in Keuler wohnt, der trinkt auch hier Fluidfilm, gell? Jetzt weiß ich auch, warum Lutz immer so verrückt ist. Wenn er nur so ein Kram zu Hause zu trinken kriegt, ist doch logisch, dass der wahnsinnig wird. Dann muss doch passieren, kriegst die letzte Ölung. Das ist die letzte Ölung. Ja, die kommt also rein. Dann werden wir das nachher mal beobachten, wenn das warm ist. Bisschen was hast du vorzubereiten? Kompressor brauchst du, gell? Ja. Druckbecherpistole, Glühweinkocher. Ach, da wird das in den Druckbecher abgelassen? So wird abgelassen und dann. Und Sonde, Sonde, lange Sonde. Dann mit der Sonde, entweder Hakendüse oben in die Kante. Ja. Oder mit der Hohlraumsonde unten rein. Alles klar. Ach, hier blubbert es schon. Da sind wir nachher mal gespannt. Das blubbert schon, kocht schon. Da wird schon flüssig. Ach, da gehen wir, dann lassen wir Angie erstmal vorkosten, oder? Hier, heute kommt die Heimwehküche. Heute sprechen wir nämlich das Essen ab fürs Heimweh dieses Jahr. Das ist ja natürlich das Coole, da könnt ihr gleich mal gucken, was du hier gekocht hast, ob man das essen kann. Vielleicht bietet man das der ganzen Truppe an. Wieso? Ja? Kartoffelpuffer kannst du drin auch machen. In dem Fett, meinst du? Oh. Ja gut, ist im Hohlraum konserviert, warum nicht? Rosten wir finden nicht mehr. So. Ja, doch, komm. Du schmilzt dich ja frei. Toni, du darfst doch gerne erklären, was du da gerade machst. Nö. Ich fülle hier gerade schön Glühwein ab. Ich brauche noch wen zum Verkosten. Der Tourist, der wird uns alle überleben. Etwas mehr. Super. Ach, hier sehe ich, was ich vergessen habe. Oh, hast du gesehen, da unten waren Löcher? Ja. Kann ich das hier vorne auch noch zukleben können? Opa. Du machst so schnell zukleben? Nö. Wenn ich das auf den Boden drücke. Nee, das nebelt nur ein bisschen nach oben. Nee, es läuft raus. Ach, unten auch? Ja. Kommen wir hier eigentlich rein?
natürlich doof, hier steckt jetzt schon der Schlauch drin. Da kommst du nicht runter, gell? Ja, der andere Schlauch ist so schön warm jetzt. Mal gucken. Dass ich nicht zu weit mache, sonst ist immer so fettig im Gesicht. So. War hier oben offen? Nee. Oh, vergessen zu kleben, so jetzt wird's interessant. Nach hier vorne kommt auch gar nicht. Das ist zu, also geht nur nach hinten. Hinten geht auch nicht. Lassen. Ich hätte es bei meinem gemacht. Da ist oben auch nochmal. So, genau, von hinten. Geht's mir noch? Ja, passt. Hier kriegt jeder sein Fett weg, aber ich glaube, hier muss ich mit dem Haken um die Ecke. Das wird so nicht. Oh, gleich alle. Der war schön drauf. Ah, doch, sind oben. Ja, war oben. Stimmt, hier muss man Haken um die Ecke. Ansonsten haben wir. Hier kommst du nicht hin in das Profil. Das ist doof. Weiß und, nicht mehr. Und von hier hin? Ach nee, hinten ist halt zu. Nee, hier hast du ja die Wand. Ja, stimmt, da ist hier zu. Du hast hier das Stück Profil hier. Andererseits, brauchst du das jemals weg? Geht's gerade irgendwo hin. Ah! Klingt gut. Aber alle. Ja, Toni, da musst du heute durch hier. Ich muss noch gucken, dass ich hier nicht zu viel Schweinerei mache. Dass da auch nebenbei gefilmt wird. Da duckt sich klammerweise ab. So eine schöne Schwammerei, die da drin ist auch nicht. Wo bin ich noch eben durchgegangen? Da war vorhin gar kein Loch da. Ach, da ist ein Loch. Nee. Doch. Guck mal. Geht doch. So, nach vorne geht's ja nicht. Wo komm ich hier durch? Nee. Oh, versteck's nicht. Nee, dann nehme ich jetzt einen Haken und dann laufe ich das mit dem Haken voll. Mhm. Bin ich jetzt mutig. Das mache ich jetzt vorher nicht warm. Aber es hat so schön die Temperatur. Das hat es doch früher auch nicht gemacht. Das sollte reichen. Da passt rein. Da hat der Witz im Mund voll. Ach nee, hier war ich schon. Hier ist schon. Gut.
Du wolltest irgendwo nochmal mit dem Haken rein? Ach, hier irgendwas. Du hast gesagt, nach vorne mit dem Haken. Ja, das hatte ich ja gerade, hier die Ecken. Nee, hier, nach hier vorne hier mit dem Haken. Ach so, genau. Jetzt habe ich natürlich die Kamera derzeit weggedreht. Mhm. Ja, aus da oben rein oder so? Ja. Ja. Viel Spaß beim ersten Parken und so. Naja. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann machen wir jetzt die Feinheiten. Die Feinheiten? Dann bringen wir den ein Stückchen zu. Und machen wir noch halbe. Ja, nur dass die Bohnen vielleicht gleich ein bisschen geschützt ist vom Reißen. Mhm. Scheiße, Anhängerkupplung ist schon dran. Mhm. Durch das Loch gehe ich normalerweise. Jetzt müssen wir mal gucken, ich glaube, da war von Seiten war das gleich Steine was, gell? So, und dann, wenn die Türen da sind, dann müssen wir noch ein bisschen was in die Türen. Man hat ja Kupplung, das riecht das so gerne. Weil hier ist ja meiner durch mit dem Tankstutz. Also die Stelle, wo sich der meiste Dreck sammeln kann, gell? Schön warm. Aua. War das warm? Nur ein bisschen. Ach, guck mal, da sind wir draußen. Ich jetzt drücke, mach's lustig. Wo bist du draußen? Ach, da vorne. Und ein Stück zurück und dann vorwärts. Ja. So, kann man hier oben auch rein. Gut, drauf. Da kannst du aber rein. Oh, da bist du aber hier gleich an der Seite. Oh, offen. Nee. Dann mache ich das mit dem Haken. Das musst du. Oh, hier muss ich erstmal leer springen. Erstmal ein bisschen. Oder? Nee, geht. Richtig spannend. Uni, mach langsam. Ich glaube, hier war es fertig. Ist das noch dort? Da unten noch. Ich sehe es nicht. Man muss ja nicht übertreiben. So, jetzt habe ich doch eine Dusche gekriegt. Ich habe gesagt, geht da weg. Heute schon gewachst. Da ist ja kein Wachs. Ja. Wachs ist ja doof. Oh wehe, du fährst da nicht bei Regenwetter, gell? Ach, guck mal hier, ich habe vorhin hingemacht. Jetzt siehst du schon gar nicht mehr. Ja, es glänzt schon. Es fängt schon an zu glänzen. Ich meine, es ist auch nur bekannt, ich mache nicht die ganze Fläche. Ja. Da gibt es einen Experten, der macht sowas beruflich, so richtig offiziell. Der macht einen Unterboden vom Sommerauto komplett mit Fett. Mhm. Habe ich einmal einen Auspuffgummi bei jemandem gewechselt. Grüße an Marcel in Jena. Ich habe außerdem wie ein Schwein.
Ich habe so ein bisschen die Kanten und gut ist. Toni, warum haben wir die Anhängerkupplung abgeschraubt? Ja, um den Rahmen von innen zu konservieren. Man hätte auch Löcher bohren können, aber abschrauben und durch das Loch ist ein bisschen eleganter. So, jetzt haben wir noch Warmheberaufnahme ein bisschen. Die hatte ich schon.